Was geht ab, Raphaelos Reis? Dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das war ja überhaupt keine gute Idee, das Video hier auf dem Bett zu drehen. Da wird mir ja direkt total teiret. Was geht ab, Raphaelos? Ich hoffe, bei euch ist alles hippie im Tippi. Ich habe für euch heute mal wieder einen ganz knusprigen Gedankenfurz in ein Video reingepackt. Meine Idee ist, dass ich, wie so jeder im Leben, ziemlich viele Apps und Downs habe. Aktuell habe ich mehr Apps als Downs, deswegen dachte ich, drehe mal ein Video darüber. Den lustigsten Apps. Oh, das war die schlechteste... Das kann ich nicht nehmen. Das war der schlechteste Übergang im ganzen Jahr 2020, glaube ich. Aber immerhin, vielleicht kriege ich ja sogar einen Pokal. Was soll's, Leute, ich rede nicht lang rum um den Rattenschwanz. Wir werden heute wieder Apps testen, aber nicht normale, langweilige Apps, sondern ich habe wieder explizit nach verrückten und vor allem auch lustigen Apps gesucht. Ich habe die aber allerdings noch nicht alle getestet. Das heißt, wir werden das jetzt heute alle zusammen das allererste Mal machen. Wenn ihr Bock habt, mehr solche Videos zu sehen, dann lasst jetzt erstmal schon mal einen Daumen nach oben, dann weiß ich Bescheid. Und ihr dürft euch natürlich auch gerne die anderen Videos anschauen, wo ich Apps getestet habe. Bei einem Video habe ich zum Beispiel versucht, ein wild geborenes Würstchen zu grillen. Dezent eskaliert. Also ich weiß ja nicht, wer der Wilder geworden ist, das Würstchen oder ich. Ihr dürft übrigens sehr gerne in den Kommentaren abstimmen, was ist eure Lieblings-App von diesem Video. Logischerweise schreibt den Kommentar am besten erst, wenn ihr alle Apps gesehen habt. Jawohl, sonst wäre das ja quasi manipulatives Fehlverhalten von euch, gell? Also hier wird nicht manipuliert. Wir werden natürlich wie immer unsere Eskalationsleiter ganz langsam aufsteigen. Deswegen, wir fangen erstmal ganz gemütlich an mit dieser App. Wobei, gemütlich ist dabei vielleicht das falsche Wort. Die App heißt nämlich Crazy Stamp und da soll es anscheinend einfach nur darum gehen, dass du mit deinem Fuß auf irgendwelche unfassbar unbequemen Sachen drauf trittst. Also im Real Life kennt das, glaube ich, jeder von uns, wenn man irgendwie auf einem Legostein zum Beispiel tritt. Es fühlt sich an, als wäre im Fuß ein dritter Weltkrieg ausgebrochen, weil die ganzen Schmerzen dir da in die Venen reinballern. Aber der Vorteil bei einer App ist, dass man genau solche Situationen erleben kann, ohne die richtigen Schmerzen zu spüren. Naja, kann man sogar Multiplayer machen? Boah, wie heftig deftig ist das denn, Mann? Ready? Was geht denn jetzt los? Bruh. Hä? Ich hab verloren. Was? Da muss man doch besser aufpassen, du Arschloch. Probieren es einfach nochmal. Ready? Go! So, muss ich hier... Ah, ich muss einfach nur drauf. Hä? Ich check dieses Spiel nicht, Mann. Was? Soll ich was machen? Was machen? Schon wieder Game Over. Ihr merkt schon, Leute, ich habe nicht geflogen gerade. Ich kenne diese Spiele wirklich nicht. Dementsprechend habe ich wirklich auch gar keinen Peil, wie sowas funktionieren soll. Ich glaube aber allerdings, dass man nur auf weiche Sachen treten darf. Also zum Beispiel die Kakerlake gerade. Dabei habe ich ja nicht verloren. Lady? Ja. Go! Okay. Ja. Kakerlake geht. Cola? Bruh. Ich habe die knapp verpasst, Mann. Wie kann man bei so einem einfachen Spiel so häufig versagen, Mann? Also mein Highscore ist bis jetzt 1. Du musst wirklich hart arbeiten. Die Reihenfolge scheint sich aber... Ah doch, die Reihenfolge ändert. Train your brain. Ja, ich sollte bestimmt mal mein Train brainen, aber doch nicht jetzt. Ich habe schon wieder Game Oft. Oh Mann, ich bin nicht multitasking. Oh ja, okay, nein. Oh ja, okay. Oh mein Gott, Leute, wir haben... Ich hab's raus. Okay, dann nicht. Nein. Ja. Boah, ich bin so gut, Mann. Alter, ich glaube, ich bin richtig gut gerade, Mann. Bruh. Im Moment. Hab ich gesagt, ich bin gut? Also, Büchse geht, Milch. Oh, nein, ich wollte die Milch zertreten. Das wäre bestimmt voll befriedigend gewesen. Das geht doch nicht. Nein, die hat da. Oh ja, Kakerlake. Boah, diese Fallen sind so gemein. 6. Oh, nein. Ja. Milch. Ja, ich hab die Milch. Ja. Okay, Leute, jetzt. Ich hab gleich meinen Highscore. 14. 15. 16. 18. Boah, da wäre ich weiter wieder drauf reingefallen. Boah, schon wieder, Boah, die wollen mich aber auch rankriegen hier. Boah, das war immer richtig... Boah, das wird immer schneller. Krass, das wird richtig schnell. Hey, rettet mich der Schuh? Oh, ich hätte gerade richtig verkackt gerade beinahe. Ja, Leute. Boah, jetzt komme ich langsam aber nicht mehr hinterher. Boah, Junge, das ist ja richtig... 44, Mann. Wie krass habe ich mich jetzt gerade gesteigert, ey. Ja, liebe Freunde, ich bin stolz wie Holz. 44 Punkte, das muss man erstmal gewuppt bekommen. Ich würde sagen, man hört immer auf, wenn es am schönsten ist. Ja, liebe Kinder, da hat es mir einfach mal mitten im Video weggezwiebelt und ich bin gerade erst wieder aufgewacht. Ein neuer Tag, ein neues Glück. Und dieses Glück testen wir jetzt einfach mal direkt bei unserer nächsten App aus. Und zwar ist das Ganze nicht What's the Fuchs, sondern What's the Golf. Geht aber in dieselbe Richtung eigentlich. Und ich würde sagen, wir zwitschern uns mal direkt in die App rein und schauen mal, was uns erwartet. Let's go!
Okay, also fängt der eigentlich ganz harmonisch an. Also ich verstehe nicht viel vom Golf, aber soweit ich weiß, muss man diesen Ball in das kleine Loch einlochen. Bruh. Am Meer mäßig. Boah, kann ich die abschießen? war echt lustig. Alter, wie viele Vögel sind denn da? Die spüren auf jeden Fall den Vibe von der Musik. Neuer Versuch. Bruh. Alles klar. Nein, jetzt check ich's erst. Ich soll nicht den Ball einlochen, sondern den Golfer. Der Typ ist auf jeden Fall krass motiviert, Mann. Der entscheut sein Life richtig hart. Hello, darkness, my old friend. Es kommen immer mehr Hindernisse. Jetzt haben wir sogar hier schon Autos, die, ich glaube, irgendwie ein ziemlich schlechtes Navi haben, weil ich glaube, das ist nicht die korrekte Route darunter. Ach, aus dem Haus bin ich jetzt, okay. Hä? Jetzt bin ich plötzlich das Haus? Als ob ich jetzt ein fucking Haus einlochen muss, Mann. Das war nicht schlecht. Boah, Leute, ich glaube, ich habe den Dreher raus, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, jetzt bin ich nur der Schläger. Hä? Da ist ein Toaster? Boah, ich will das Toastbrot da drin haben. Geil! Nein, nicht geil! Das könnte ich schaffen! Ich muss ein bisschen mehr Feingefühl in die Sache reinbringen. Zack. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Das wird wahr. Zum Abschied, zack, ich leise Scheiße. Boah, kann es explodieren? Wieso liegt eine Ananas, Leute? Okay, tschüss. Nein! Du blöde Kuh. Der Moment, wenn man im Leben sogar von einem fucking Golfloch verarscht wird, Mann. Wie wenig Autorität kann man eigentlich haben, Mann? Oh, ich glaube, ich muss da ins Loch rein. Oh, what the fuck? Direkt randalieren. Aha, zack. Ey, das ist so ein typisches Spiel, das spielst du, während du gerade auf der Toilette sitzt und deinen Snickers in den Kübel düngerst. Jetzt düngern wir aber erstmal die Katze hier ins Loch. Das wäre geil, wenn ich jetzt mit der Katze den Hotdog stehlen kann. Bin ich jetzt Spider-Golf oder was? Das war gut. Was ist das eigentlich, eine Fledermaus oder eine Katze, Mann? Das Gesicht sieht aus wie so ein Atomschutzbunker, Mann. Ja, Leute, ich hab's im Urin. Der geht rein. Okay, da darf ich jetzt nicht reinfallen. Es hätte so ein Gollum hingepopelt. So, wir bleiben gedanklich direkt auf der Toilette. Die nächste App heißt einfach Klopapier. Und dann kann man stattdessen sich damit den Poppes abwischen. Wenn man sich aber jetzt allerdings die Hände nicht dreckig machen will, im wahrsten Worte des Sinnes, dann kann man daraus einfach eine Challenge machen. Und zwar, wie lange braucht man, bis man die Klopapierrolle abgerollt hat? Diese App wäre perfekt für meine Katze, Mann. Drei, zwei, eins, go! Oh, ich bin immer im roten Bereich, das heißt, ich bin unfassbar schlecht, glaube ich, Mann. Hey, darf ich eigentlich mehr als einen Finger benutzen? 8 Sekunden 87 gebraucht. Oh, ich finde, da ist noch Luft nach oben. Also ich werde mit Abstand der schlechteste Klopapierroller der Welt, Mann. Aber zum Glück habe ich andere Talente, die ich vielleicht bei der nächsten App direkt nutzen kann. Weil bei der nächsten App geht es darum, Sachen kaputt zu machen. Und mein größtes Talent ist, ich bin extrem tollpatschig. Ich habe allerdings ein bisschen Angst vor dieser App, weil die heißt Angry Cran, also böse Oma. Ich und Omas, wir verstehen uns nicht so gut. Wer kennt alles die Videos, wo ich das Spiel Cranny gespielt habe? Hat mich die ganze Zeit so eine Oma durchs Haus gejagt. Use Headphones for best experiments. Schieb deine Headphones doch in dein Nasenloch, blöde Kuh. It's loading. Hier, day one. Okay, achso, es geht. Okay, ich bin hier aufgestanden. Also, das ist das Zimmer, wo ich aufwache und eingesperrt bin. Jetzt muss ich mal hier ein bisschen rumkicken. Aber schauen wir mal da hier. Ich glaube, man darf keine Geräusche machen. Ich hab Geräusche gemacht. Versteck dich! Ja, wo, wie verstecken, Alter? Ja, du hast doch da versteckt, oder meintest du doch gerade, Junge? Ja, ich geh mal. Was war das jetzt, Alter? Die ist voll aggressiv, ich will doch nur spielen. Was ist los mit der? Bei diesem Spiel ist jetzt allerdings ein bisschen was anders. Und zwar, ich bin selber die Oma und ich bin relativ wütend und renne durch die Gegend und muss Sachen kaputt machen. Mega geil. Oh, es geht direkt los. Alter, was hat die denn für einen chilligen Gang drauf, Mann? Muss ich jetzt irgendwas tippen hier? Ah, ich muss tippen. Hoho, zack. Nein, was? Ich hab den Hund weggeballert. Hello, darkness, my old friend. Das gibt eine Anzeige. Alter, die hatte echt ein Aggressionsproblem, Mann. Oh, jetzt muss ich halten. Okay. Gren needs to recover now. Jetzt ist die K.O. deswegen. Jetzt kann ich nicht hauen, oder was? Oh, der Polizist. Nein, ich wollte den Polizisten hauen. Bruh. Nee, ach, den darf man gar nicht kriegen. Nein, doch. Ups. Neuer Versuch. Ich habe den Wasserhydranten weggeballert. Boom. Geil. Die läuft immer schneller, Leute. Oh, hallo, Hübsche. Was geht ab, Kollege? Geil, stellt euch mal...
Wieso hau ich immer auf den Polizisten, Mann? Stellt euch mal vor, wenn ihr wirklich so eine Oma einfach im echten Leben sehen würdet, die mit einer Fliegenklatsche die Leute vermöbelt, Mann. Bevor die arme Oma jetzt irgendwie ein Herzproblem bekommt, weil ich die so auslaste, lasst mir die mal ein bisschen ausruhen. Wenn ihr jetzt mehr von aggressiven Omas sehen wollt, dann schaut euch, wie gesagt, gerne die Cranny Let's Plays an. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne mehr Let's Plays sehen wollt, dann gebt ihr zum einen mal einen Daumen nach oben, auch gerne unbedingt kostenlos abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und schreibt in die Kommentare, welche Spiele oder welche Apps ich demnächst mal testen soll. Dann würde ich sagen, sehen wir uns selber schon wieder im nächsten Video. Ihr dürft mir auch gerne auf Instagram folgen, da ist sich Raphael Neugier zusammengeschrieben. Haut rein, genießt euer Leben und ciao!